So, Jetzt geht's weiter. KSC ist der nächste und eigentlich ist der nächste Gegner. Wir spielen geht's weiter. Heute geht es um den Aufstieg in die zweite Pokalrunde. Das wollen wir ja wieder hin, so weit wie möglich. Zu jung. Leider sind die Spieler zu jung. Also der wird auf jeden Fall was. Den möchte ich gerne behalten. Ist leider noch ein Jährchen zu jung. Gut, naja, mit dem Mosai, da kann man sich jetzt nicht dran aufhalten, denn wir wollen heute im Pokal weitermachen. Und dann geht es in der Liga, also geht es in 2:42 gegen Karlsruhe, okay? Geht es zweimal gegen den KSC. Erstmal im Pokal, mit dem Heimspiel. Und dann geht es mit dem Ligaspiel weiter. Spieltag Nummer 3 dann. Na gut, auf ins Match. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Beide gehen hier mit einem klaren Ziel in die Partie. Beide wollen am Ende als Sieger dastehen, wollen jubeln, wollen klar in die nächste Runde einziehen. Soweit die Theorie. Leicht wird das allerdings nicht, denn beide wissen vom anderen, die haben eine Menge drauf. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Schauen wir uns kurz Ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2, heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Heute ist mehr oder weniger jedes Spiel ein Endspiel und das erste haben wir heute. Wenn wir heute verlieren, fliegen wir als letztjähriger Pokalfinalist raus in der ersten Runde. Ja, das ist es halt einfach. Da muss man jetzt ein bisschen drauf achten. Wir müssen das Ding komplett konzentriert angehen. Wir können jetzt nicht sagen, oh, die Karlsruhe, die hauen wir so kurz mal vorbeigehen weg. Nein, 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 nein. Ihr habt es ja gesehen, letzte Woche gegen Zosche gegen Bayer Leverkusen. In der letzten Minute einmal nicht aufgepasst, zack, Gegentor, 3-4, Ende der Durchsage. Ich hatte schon ein bisschen vom Elfmeterschießen geträumt. Ich hatte gehofft, ja, vielleicht Elfmeterschießen, da könnte man weiterkommen. Ja, von wegen. Pustekuchen. Ja, nur konzentriert. Und das darf heute uns nicht passieren. Nicht gegen Karlsruhe. So, auf geht's. Auf jeden Fall. In der nächsten Folge sieht es ja wieder ein bisschen anders aus. Da wäre ein Ausrutscher egal. Dazu wird es nicht wehtun. Aber heute? Nein, 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 das dürfen wir nicht. So, jetzt gehen wir auf erstmal rein ins Match und ist schauen auf Eckhoff schon in früh das 1-0 macht. Und er macht es. Nach 4 Minuten schon den ersten Nadelstich. Spiel ist jetzt 1-0 für Bayreuth, 4. Minute. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Schön da reingelaufen. Die Lücke gesehen und vorbei am Keeper. Also 1-0 für die Spielvereinigung Bayreuth. Lilian Eckloff, erstes Pokal-Tor. Und bis zur DFB-Pokal. Ja, noch nicht in Erscheinung. Aber wir sind gerade noch erst 4 Minuten gespielt. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was ja, Schiri, gibt das war doch kein Foul. Ich war da nur noch reingelaufen. Ah, schade. Und das könnte jetzt eine Chance geben. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Genau, es gibt Ecke für den KSC. Ja, die wollen die Kurzecke spielen. Das muss
es sein. Und Horn verhindert den schnellen Ausgleich. Und das gibt erneut Eckball. Kurze Ecke. Da muss er hin und holt sich den Ball. Foul, aber Vorteil. Und er läuft und er holt sich den Sterner. Schneller Tempo-Gegenstoß. 50. Einsatz als Coach freuen. Buschi, das ist natürlich ein ambitionierter Mann. Der nimmt das so zur Kenntnis. Sterner! Und er marschiert da mal kurz durch. Und aus einer Ecke der Karlsruhe wird das 2:0 für Bayreuth. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz. Ja, hat er gut gemacht, definitiv. Und das ist der erste Schritt. Hoffentlich Richtung Berlin. Aber wie gesagt, ich bin 2-0. Es ist eine Viertelstunde erst gerade gespielt. Da kann so schnell passieren. Ich habe schon Spiele gehabt, wo ich ein 2-0 verzockt habe. Oder 3-0 fast sogar, glaube ich mal. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang? Das klappt nicht so häufig. Das ist, wie gesagt, konzentriert dranbleiben und das Ding souverän nach Hause fahren. Eckhoff, der Stuttgarter, ehemaliger Stuttgarter. Zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gefährliche Szene. Oh! Super Parade. Also, der verhindert hier das 0:3, 21 Minuten. Also, ja, so schnell vorbei am Magala, der aber nachgeht. Und gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Wahnsinn. Jetzt könnte der Pass kommen. Lataya, vorhin kommt nicht vorbei. Super, dieses Zug. Der Ball auf Schleusener, vorne rein. Das gibt Rot. Notbremse. Das muss Rot geben. Das tut weh, aber es gibt Rot. Und das ist die richtige Entscheidung. Nee, rote Karte, sonst wäre sie durch gewesen. 29. Minute. Und so kann ein Spiel ganz, ganz schnell kippen. Du hast es im Griff, du hast eine Chance auf das Dritte. Und dann passiert dir so ein Ding da hinten drin. Ja, ja, tut mir leid. Es ist leider auch, wenn es einer unserer Leute ist, ist es die richtige Entscheidung. Ist es eine Notbremse, ist es glatt Rot. Wir sind in einer halben Stunde ein Mann weniger. Super Parade. Und so ein Spiel kann jetzt auf einmal ganz, ganz schnell wieder kippen. Ecke jetzt. Kannst du wohl jetzt nicht noch mal mit der kurzen Ecke? Gar kein Zweifel. Und da gibt noch Elfmeter hinterher. Handspiel, 31. Wie gesagt, so ein Spiel kann ganz, ganz schnell kippen. Es kann so sehr gehen. Biri mit dem Fehler. Es war ein Handspiel. Es gibt. Die Chance nicht. Hier auf ein Tor zu verkürzen. Der Ball prallt von der Nixer. Es ist nicht der Anschluss der Wahl. Das wäre so wichtig wie Karlsruhe gewesen, wieder reinzukommen in diese Partie. Den Ball kann er abfangen. Unser Glück, dass es hier nicht so war. Pass. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Ah, Mann. Mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Auch im Moment sind sie ja nicht im Ballbesitz. Und Lataya hat's geholt. Alles weg. Ja, super aufgepasste Karlsruhe jetzt mal. Er zieht einfach vorbei. Karlsruhe macht jetzt auch ein bisschen Druck. Die versuchen jetzt ein bisschen mitzuspielen. Jetzt ist er weg, erstmal. Ja, weg ist er. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in die Pause reinkommen. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Er kann dieses Duell gewinnen. Können Sie verkürzen? Nee. Und Karlsruhe vergibt die nächste Chance, um das Ding zu verkürzen. Verschießen den Elfmeter. Also beendet in dieser Begegnung. Und haben jetzt nochmal eine Chance, um anzukommen. Also jetzt gehen wir gerade glücklich mit 2-0 in die Pause. Das Spiel ist erstmal gut durch. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Wen bringe ich jetzt rein?
Wie gesagt, der nächste Derby ist ja nochmal gegen den KSC. Und ich habe, glaube ich, keine. Doch, ich habe einen Verteidiger auf der Bank. Alles klar. Wird jetzt Watanabe, der Japaner, reinkommen. Muss jetzt erstmal auf den Verteidiger reinsetzen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Um jetzt vielleicht mal ein bisschen die Defensive wieder dicht zu machen. Sterner. Weise. Aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Ja, Sterner spielt heute, spielt diese Saison auf der linken Seite. So kannst du den nicht spielt, hat das Siegtor gegen Darmstadt gemacht, das 2-1. Wir stehen halt deswegen mit 4 Punkten jetzt oben und führen jetzt im Pokal in der ersten Runde mit 2-0. Da wäre Platz für einen Konter. Wie gesagt, der ist auch noch relativ jung erst. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen. Und das ist das 3-0 durch Sterner. Damit hat er hier nun den Doppelpack. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Und es ist Pedro, der gut über rechts geht, denn die Flanke schön in die Mitte setzt. Und Sterner braucht das Ding mit Butterweichen mit der Seite reinzulegen. Keine Chance für den Keeper. Und es steht 3-0. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Und damit steht man sehr wahrscheinlich in der zweiten Pokalrunde und gibt sich nicht die Blöße gegen Karlsruhe. Aber es gibt eine Mannschaft, die hat schon mal nach 61 Minuten 4-0 geführt und das Ding noch. Hereingabe. Und das Ding. Nicht gewonnen. Und ne, es sind sogar zwei. Das eine war die deutsche Nationalmannschaft, damals gegen Schweden in Berlin. Da war auch noch 60 Minuten. Und da können sie sich wirklich glücklich schätzen. Morning geht zurück. Jetzt Morning ist irgendwann da. Für kleines Geld. Er macht das ganz sicher. Ist der nächste Elfer? Und er gibt ihn. Er gibt schon wieder Elfmeter. Anspiel? Oder was? Und zur Vorstellung war bei Dortmund war die zweite. Vor knapp 5 Jahren. Oder etwas mehr als 5 Jahren. Ja, das ist das Handspiel. Scheiße. Ach Mann. Jetzt wechseln sie hier aus. Das ist nicht schlimm. Und Horn holt den. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Und dort und Wadizek verschießt den Elfmeter. Karlsruhe verschießt also den zweiten Elfmeter hier in dieser ersten Pokalrunde. Und deswegen ist es halt so. Das muss es was sein. Ball und nicht. Gut, und es wäre knapp gewesen. Der beste, der dritte Elfer gewesen. Das ist man guckt dann die Bayreuther. Da kommt die Ecke. Okay. Ich muss jetzt gerade zögern. Nicht, dass der, wie gesagt, dann noch gleich nochmal auf 5 Meter zeigt. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift. Falsch ist für uns. Was ist eine hektische Partie gerade? Ja, wird hier gut unterstützt. Boah, doch nicht wirklich in der Partie. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gute Aktion. Gefährlicher Steilpass. Noch nicht in der Partie. Und ich könnte, hätte es jetzt entscheiden können. Ganz oh, und ich mach's auch nicht zu. 75. Minute. Also ich meine, das Ding ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich entschieden. Es steht hier 3-0 nach nicht mal 75 Minuten, nach 75 Minuten. Spielt den Ball zum Gegner. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. So, der KSC. Ja, was soll da noch? Aber das ist jetzt Novoa! Und der schaufelt den auch vorbei. Schade. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Erstmal Ballverlust. Der Angriff könnte was werden. Und Novoa will da seinen Treffer noch machen. Den macht er nicht. Der trifft heute nicht einmal. Es gibt einen Wechsel. Der Ball kommt rein.
Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Macht er ihn! Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Ja, trotzdem steht man in der zweiten Pokalrunde, macht das Ding souverän nach Hause, bringt halt das Ding trotz Runterzahl souverän nach Hause gegen KSC. Und trifft in der nächsten Folge schon wieder auf die Jungs. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Da ist die Chance. So, dann kann ich jetzt wechseln. Ob der jetzt 3 geht oder nicht, ist am Ende ist es wurscht. Vielleicht ist es das 2:3 oder vielleicht ist es auch das. Der Ball geht vorbei oder so, keine Ahnung. Jetzt mal schauen. Pfosten. Also Karlsruhe hat heute Pech. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Die Chance jetzt. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Es gibt keine Wechsel. Wir den einen und dann ist es das 3-0. Man steht in Runde 2. Das stand eigentlich schon länger fest. Sie hatten dieses Duell im Griff. War ein starker Auftritt. Karlsruhe schwach. Bayreuth hat es. Aber Karlsruhe hat auch 12 Meter verschossen. Unabhängig davon. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Hauptsache, wir haben es geholt. Am Ende ist es egal. Eckler mit dem Tor, Sterler mit dem Doppelpack. Passt. So. Nächste Partie ist wieder der KSC. So, das sind die Pokalrunden. Da Pauli ist raus, okay. Sind die sogar Tabellenführer gerade hier? Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, wir haben gerade ist live gerade. Ja, die rote Karte Morgala, aber gut, wir haben ja eine Alternativen. Wir haben ja Alternativen. Watanabe wird es hinten machen wahrscheinlich. Also von daher, alles ist gut. Kann die Hose aufstellen. Erten hat jetzt gemacht. Auf der linken Seite ist er jetzt zu Hause. Weil ich rechts mit Pedro spiele. Der nach und nach jetzt gefördert wird. Hochgefordert wird. Gut. In der nächsten Folge geht es dann wieder gegen den KSC. Ne? Warte mal, ich gucke mal so in die Chats rein. So, du wirst auf jeden Fall in den nächsten Partien weiter dabei sein. Gut, nach Karlsruhe ist vor Karlsruhe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter in der Liga.